Aber ich denke mal, da haben wir schon einen guten Raum geschafft für den Keller. Also der Keller hat schon mal einen relativ großen Raum, ist auch jetzt schon, der Eingang ist jetzt komplett fertig. Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Galaxy. Und wir haben ja gestern an diesem wunderschönen Keller angefangen zu bauen. Und da machen wir auch weiter. Ich habe ja angefangen, hier diese ganze Kacke zu verdecken, sage ich jetzt einfach mal. Hier hinter ist nämlich Dirt, weil ich muss das nämlich von außen alles terraformen. Deswegen sieht das alles ein bisschen beengt aus, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Und ich habe jetzt einfach mal überlegt, so ganz, ganz spontan. Ich will mal gucken, wie es aussieht, wenn ich hier ein bisschen, so ein bisschen Loks langziehe. Ich kann euch das mal erklären, was ich genau vorhabe. Denn, so, die brauche ich dann einmal und, ups, oh nein, die möchte ich wieder zurück machen. So. Und dann nochmal kleiner, geht's noch kleiner? Oh ja, wunderschön. Und dann würde ich nämlich gerne hier einfach mal als kleine Abtrennung diese Dinger langziehen. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das mache ich dann, kann man, ich guck mal, wie das aussieht, wenn ich es jetzt theoretisch auch noch hier machen würde. Kann ich das dahinter? Ich bin gerade so ein bisschen in Microblock-Laune. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Geht das hier auch? Oh, wunderschön. Alter Schwede. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht sogar aus wie so kleine Leitern, die hier so angestellt sind. Aber ich glaube, hier wird es dann wieder eher was schwerer. Ich schau mal eben. Weil, ich habe nämlich so überlegt, das sieht alles noch so ein bisschen leer aus. Und ich glaube, damit macht das Haus noch so ein bisschen fülliger. Ja, hier wird es wieder ein bisschen schwer, weil das sind ja keine Microblocks hier, die guten Dinger. Alter, da mach ich doch direkt mal hier ein bisschen mehr von den Teilen. Gib mir diese Teile, so. Und dann, glaube ich, nochmal da drüber und dann nochmal. Okay, das sollte erstmal reichen, glaube ich. So, so, so. Und dann hier um die Ecke abschließen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das füllt den Raum echt enorm, muss ich sagen. Also ist gar nicht mal so eine schlechte Idee gewesen, mein lieber Felix. Dahinter kann ich es auch packen. Mach ich doch mal direkt hier. Bei dem Stuhl wird es dann eher wieder was schwerer. Und hier geht es dann direkt weiter. Und hier und hinter dem Tisch. Kann ich das hier? Ne, kann ich nicht. So, und da wird es dann auch wieder schwer. Und dann hier einmal so und so. Ja, also ich glaube, da sieht das Haus dann schon mal ein bisschen fülliger aus. Vielleicht kann ich das sogar hier so hochziehen. Oh, da habe ich direkt noch eine Idee. Geht das vielleicht? Oh ja, oh mein Gott. Wie klein diese Blöcke einfach sind. Das ist unglaublich. Dadurch sieht das Haus nochmal ein bisschen cooler aus, finde ich. Meiner Meinung nach. Und vielleicht kriege ich sogar hier ein bisschen Kunst hin. Geht das vielleicht? Ah, okay. Das geht leider nicht, so wie es aussieht. Sonst hätte ich nämlich jetzt hier so ein bisschen rumgespielt mit den Microblocks. Aber scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Sieht das so aus? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dadurch sieht das echt fülliger aus. Also ich guck mal, ob das auch von außen gut passt. Hab nämlich noch relativ wenig damit rumgespielt. Okay, hier geht's jetzt auch überhaupt nicht wegen der Klingel. Ich wollte schon Klinke sagen. Ich merkwürdiger Typ. So. Ich glaube, da mache ich doch direkt nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Da kriege ich nochmal ordentlich was hin. So. Und dann so und so und nochmal so. Diese kleinen Verschönerungen, das sind so Dinger, die so ein Haus ausmachen eigentlich. Und dann sieht das nochmal ein gutes Stück schöner aus. Weil irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt an dem Haus. So ein bisschen Detail. Also ich fand, das war noch so ein ganz, ganz kleines bisschen detaillos. Für die Leute, denen es nicht gefällt, tut mir super leid. Aber ich finde, also ich bin begeistert von dieser, von diesen Blöcken. So, hier nochmal drüber. Wer schießt mich ab, hä? Hä? Du schießt mich nicht ab. Kleines Arschloch, ey. Blödes Skelett. Ich hasse sie alle. Gotta hate them all. Wunderschön. Also ich finde das richtig geil. Da kann, also ich habe auch überlegt, zum nächsten Bauwettbewerb eigentlich mal mitzumachen. Das dauert noch ein bisschen. Also Spark hat da jetzt mitgemacht. Ich habe den auch noch nicht verfolgt, traurigerweise. Ich weiß gar nicht mal, ob der überhaupt schon war oder was weiß ich. Und wenn, dann warte ich einfach ab. Auf jeden Fall würde ich da super gerne mitmachen und dann halt mein Haus dann einreichen. Ich finde, das sieht schon viel cooler aus irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist ein bisschen zu viel dann. Das hier kann wieder weg. So. Das sieht dann noch relativ gut aus. Ich bin damit ziemlich zufrieden, um ehrlich zu sein. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ich guck mal, ob das auch so aussieht. Oder ist das dann zu viel? Nee, das ist zu viel, glaube ich.
Das kommt wieder weg. So. Und auf jeden Fall bauen wir jetzt am besten mal im Keller, weil wir haben jetzt schon gute Zeit hier bei verschwendet. Oder hier. Hm. Ah, ich bin gerade richtig in Microblock-Laune. Alter, das ist richtig schlimm. Wenn ich einmal anfange, dann, meine lieben Freunde, dann geht's los. Hier kommt der Trick 17. Tätä. So. Aber wunderschön. Das funktioniert auf jeden Fall. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem, das geht hier so gut. Das geht hier so drin über und das sorgt für so ein bisschen, für so ein bisschen Tiefe irgendwie. Aber irgendwie fehlt mir hier noch was. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was an die Ecke soll, dann schreibt das mal in die Kommentare. Aber wir widmen uns jetzt einfach mal weiter dem Keller. Folgendes. Das muss weg und das muss weg. Und dann fülle ich einfach mal hier diese kleinen Stellen mit Kobelstuhlen. Wenn es dann nicht so lecken würde. So. Und dann brauche ich auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Wut. Some Wut da. Und noch mehr, würde ich sagen. Tata, 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 tata. So. Und ich glaube. Boah, meine Nase juckt. Alter, schlimm. Auch schon lange nicht mehr, dass meine Nase gejuckt hat. Ist relativ nervig. Juckende Nasen. Das hier kann ich am besten mal zusammenfügen, weil davon habe ich weitaus genug gerade eben gemacht. War nämlich ein relativ großer Fehler. So, ich möchte daraus aber diese Dinger hier machen. Danke sehr. Und dann nochmal hier weitermachen. Und dann leere ich das hier auch nochmal aus. Und dann kommt hier das hier rein, das gute Zeug. Kann ich daraus eigentlich Treppen machen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich würde nämlich gerne... Oh, wenn man das hier... Wie mache ich das denn? Mache ich das so? Oder so? Ja, das sieht ganz okay aus. Ich weiß gar nicht, kann ich aus diesen Microblocks eigentlich auch theoretisch Treppen machen? Das probiere ich jetzt mal aus. Geht durch. Kann ich da runtergehen? Tatsache, das geht krass. Okay, dann mache ich, glaube ich... Dann mache ich, glaube ich, daraus mal Treppen. Weil die sehen nämlich nochmal ein bisschen anders aus als normale Treppen. Obwohl, kann ich denn auch überhaupt wieder hochgehen? Boah, Alter. Das wird aber eine sehr, sehr merkwürdige Treppe, meine Freunde. Hat man auch noch nie so gesehen, glaube ich. Alter Schwede. Wird das eine merkwürdige Treppe. Ich weiß nicht, ob das angenehm ist, dann später da hochzulaufen. Alter Schwede. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. So. Das hier kommt auch nochmal weg. Und hier kommen... Hier kommen mal die guten Dinger rein. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also da kann man schon relativ gut hochlaufen. Probieren wir doch direkt nochmal ein bisschen was aus. So. Die Treppe sieht auch ziemlich steil aus. Und das Herabgehen, das merkt man schon, das fühlt sich so ein bisschen wie so ein Fallen an. Weil man fällt gleichzeitig so immer so ein ganz, ganz kleines bisschen. Macht immer so tok, 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 tok nach unten. Hm. Ja, mal gucken, ob ich das so lasse. Aber sieht ja auch relativ cool aus. Ich weiß nicht, kann man da hochsprinten? Dann ist es eigentlich ideal. Ja, kann man hochsprinten. Okay, dann werde ich das auf jeden Fall mal so lassen. Gar nicht mal so schlecht. So. Und dann brauche ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Holz. Danke sehr. Das sollte erstmal reichen. So, so, so. Die ganze Kacke hier rausmachen. Ich wünschte, es gäbe wie in... wie damals im Megaprojekt, da gab es so diesen Zaubermod, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, da konnte man auf jeden Fall so Stäbe machen und da konnte man einfach bestimmte Blöcke auswechseln, das war super geil. Das gibt es, glaube ich, auch in Tech Town, ich weiß nicht, ob es da gibt, kann sein, ich weiß es gar nicht so genau. Wenn ihr wisst, wie dieser Mod hieß, also dieser Zaubermod vom Megaprojekt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dürfen aber relativ wenige sein, die das Megaprojekt momentan kennen, weil es ist doch über die Zeit, also über das eine Jahr jetzt, sind super viele Leute noch dazugekommen, ist mir aufgefallen. Und, das Megaprojekt war ja damals zu Gamescom-Zeiten, wenn man bedenkt, dass ich da noch 30.000 Abos hatte. Und jetzt habe ich... Oh, mein Handy vibriert. Ich mache mal ganz, ganz kurz Flugmodus an. So. Wenn man bedenkt, dass es jetzt ein Jahr her ist und ich hatte da noch 30.000 Abos, wie viele Leute da dazugekommen sind, ist echt unglaublich eigentlich. Also, ist schon echt krass, finde ich. Und es freut mich auch. Also, es freut mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass Leute meinen Kanal abonnieren, weil... Das ist auch wieder ein Mensch, der dazukommt, mit dem ich mein Leben teilen kann, so ungefähr. Also, was heißt mein Leben teilen? Wann teile ich denn hier mal mit euch mein Leben? Aber ich meine jetzt halt generell, also es freut mich, also jede neue Person freut mich und jedes Kommentar und sowas. Also schreibt auf jeden Fall fleißig immer weiter Kommentare und vor allem Likes. Also Likes sind auch relativ wichtig sogar für YouTuber.
Ich weiß gar nicht, ob ich das generell mal irgendwo angesprochen habe. Denn Likes sind eigentlich für YouTuber immer eine relativ wichtige Sache. Denn es bedeutet nämlich, wenn nämlich jemand liked, dann werden immer mehr Leute auf ein bestimmtes Video aufmerksam. Und es gibt, also irgendwie kommt mir das vor, dass es immer weniger wird, dass Leute liken. Was eigentlich relativ schade ist. Weil, keine Ahnung. Ein Like, also Like ist so ein Ding, das hilft einem YouTuber eigentlich immens, wenn man es so sagen kann. Und wird leider heutzutage immer weniger. Die Leute sind mittlerweile, glaube ich, sogar zu faul geworden, auf das Knöpfchen zu drücken. Oder gönnen einfach dem jeweiligen YouTuber da dann ein Like nicht. Also ein Like ist schon was sehr, sehr Wichtiges. Und das unterschätzen viele Leute auch. Das ist jetzt nicht so wie bei Facebook, dass es irgendwie keinen Dreck interessiert. Aber Like ist doch schon relativ wichtig bei YouTube. Was relativ wenige Leute wissen. Also, ja, was heißt relativ wenige? Also es wissen schon viele Leute, aber irgendwie scheint da keiner so richtig drauf einzugehen, was ich relativ schade finde. Weil macht irgendwie so niemand. Leider. Aber was soll man tun? Schaue ich mal eben, dass ich hier den Keller auch nochmal ein bisschen größer kriege. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich gleich unter meinem Eingang rauskomme, wenn ich das richtig sehe. Hopp, hopp, hopp. Und es fängt langsam an zu laggen hier in meiner Gegend. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an den ganzen Microblocks liegt oder sowas. Kann ja sein. Oder vielleicht liegt es auch einfach an meinem Aufnahmeprogramm. Well, I don't know shit. Ich hoffe mal, es liegt an meinem Aufnahmeprogramm. Weil ersteres wäre dann, glaube ich, etwas schlimmer. Da kann nämlich relativ wenig dran ändern. Zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Bitte. Bau zu. Danke, danke, danke. Und danke, danke, danke. So. Dass sie auch nochmal weghauen alles. Und diese Kacke hier. Also den Keller kriegen wir schon relativ schnell, relativ groß. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann kann ich die hier easy umsetzen. Weil, wie ihr seht, ich habe die benötigten Tools, um hier alles wunderschön groß zu machen. Wie ihr seht. Und ist auf jeden Fall kein Ding. Ist alles easy hinzukriegen und alles umzusetzen. Vor allem blockmäßig, weil ich habe ja eigentlich alle Blöcke und sowas. Aber ich denke mal, da haben wir schon einen guten Raum geschafft für den Keller. Also der Keller hat schon mal einen relativ großen Raum, ist auch jetzt schon, der Eingang ist jetzt komplett fertig und der Keller ist komplett fertig. Also, ja okay, was heißt der Keller ist komplett fertig? Der Keller ist schon ausgebuddelt und das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Das freut mich auf jeden Fall, dass wir das schon mal geschafft haben bis jetzt. Dieser Concrete, der sieht echt, Concrete, heißt das nicht, ist das nicht sogar Asphalt oder sowas? Bedeutet Concrete nicht Asphalt, deswegen wundere ich mich jetzt gerade. Concrete. Wo habe ich denn meinen Chisel? Da möchte ich doch jetzt gerne mal experimentieren. Wo ist mein Chisel, meine Freunde? Habe ich den wirklich im Kistensystem? Come on. Chisel. Tatsache. Okay, dann hole ich mir den mal raus. Chisel habe ich nämlich relativ lange nicht mehr benutzt. Ich möchte nur nämlich gerne mal schauen, was mit diesem Concrete... Oh, Alter. Was ist das denn für ein netter Block? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann gucke ich doch direkt mal, was es noch für Concrete-Blöcke gibt. Alter, was ist... Der hier sieht auch relativ so aus wie... Wie Dings. Also das ist wirklich Asphalt hier. Oh, oh. Das ist wirklich Asphalt, so wie es aussieht. Oder? Das steht sogar da drunter. Asphalt, ja, genau. Oh, das ist der Carpenters-Block. Oh, Leute. Was ist denn los? Das muss hier direkt wieder drauf. Oh, mein Ventilator war die ganze Zeit an. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist jetzt nicht irgendwie verkackt. Weil der hat nämlich jetzt die ganze Zeit in die Aufnahme gepuckt. Ist mir da gerade ums Ohr geflogen, Alter. What the fuck? Ich hoffe, die ganze Aufnahme ist jetzt nicht übersteuert. Sonst bringe ich mich nämlich um. Wenn die jetzt übersteuert ist. Das wäre nämlich relativ schade. Dann möchte ich mir nämlich ins eigene Bein beißen. Vor Wut. Aber das kommt jetzt erstmal alles weg. Zack, 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 zack. So, und dann sage ich einfach mal, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und denkt auf jeden Fall immer wieder daran, wenn ich sage, lasst eine positive Wertung da. Daran, was ich euch gerade eben gesagt habe. Likes sind relativ wichtig und helfen mir auf jeden Fall immens. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.